Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2015-1 und rechnen möchte ich gerne jetzt die Aufgabe Nummer 5. Die Aufgabe Nummer 5 beschäftigt sich mit der schiefen Ebene und die schiefe Ebene ist in dem Formelheftchen hervorragend abgebildet. Aber trotzdem möchte ich gerne elementar ableiten, wie sich der Sachverhalt hier zusammensetzt. Kurz wieder eine kleine Skizze, die wieder den Umstand beschreibt. Gegeben ist eine schiefe Ebene, deren Winkel wir zunächst gar nicht kennen. Wir wissen nur, dass diese Höhe hier 0,5 Meter beträgt. Wir wissen, dass diese Länge 8 Meter lang sein soll und die Rampe selbst scheint hier nicht weiter zu interessieren. Auf der Rampe liegt eine bestimmte Masse auf und diese Masse soll ~500 Kilo groß sein. Ja, und in Anbetracht der Sachverhältnisse hier geht der Schreiberling davon aus, dass die Masse in Ruhe verbleibt und wir eine Kraft brauchen, um das Bauteil abwärts zu schieben. Das sei F. Ja, und mehr ist uns zunächst mal hier nicht bekannt. Die Frage selbst lautet, wie groß ist F? Berechne das und das ist der Fragestil. Aus der schiefen Ebene ist uns bekannt, dass im Schwerpunkt immer die Gewichtskraft Fg zum Erdmittelpunkt zieht und der sei gedanklich in der Richtung angeordnet. Und aus den entsprechenden Kraftadditionen wissen wir, dass für die Reibung, die letztlich in dieser Grenzfläche wirkt, immer auch die Normalkraftkomponente N gesucht wird. Von N weiß ich nur, dass sie senkrecht auf der Gleitebene liegen soll und daher habe ich mir hier zunächst mal einfach nur eine gestrichelte Linie heruntergesetzt. Des Weiteren weiß ich natürlich auch, dass es eine Kraft gibt, die das Bauteil hangabwärts zieht und diese Kraft wirkt parallel zur Rampenfläche. Und aus dieser geometrischen Konstruktion lassen sich hier die Kräfte additiv aneinanderfügen, und zwar vektoriell, sodass wir sagen können, dieses hier ist die Größe Fn und dieses hier ist das Fh, die sogenannte Hangabtriebskraft. Der Winkel Alpha in diesem Dreieck, man kann es sich leicht überlegen, stellt man sich diesen Punkt als Drehpunkt vor, würde Fn in Fg hineinklappen und der Winkel Alpha sei dann sozusagen hier oben an dieser Stelle einzuzeichnen gewesen. Ja.